Meine winterlichen Freunde, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit dem dritten Rom in der Zwischenzeit. Und ich habe mich entsprechend der Gegebenheiten gekleidet und befinde mich nun in Vorbereitung auf eine kalte Jahreszeit, die bald kommen wird. Das Jahr 1946, ein sehr, sehr kalter Winter. Naht. Und ja, wir sind immer noch im Bündnis mit diesen ganzen anderen Popelnationen. Das taugt mir persönlich überhaupt gar nicht. Gut, aber was willst du machen? Was willst du machen? Nebenbei ein bisschen Flotte erforschen. Ja, kann man mal machen. Es ist eh schon das Jahr 1946. Wir erforschen jetzt sowieso nur noch Gedönse. Was es so noch irgendwie nötig wäre, wären wir ganz neben... Was ist das denn bitte? Baskonien? Sheesh, was ist das denn für ein Ding? Ist das mein Vasall? Cool. Ich wusste bis gerade eben gar nicht, dass ich Vasallen habe. Kurze Frage. Wer ist noch nicht in einem Bündnis? Ah, okay. Gut. Okay. Die Sache hier ist nach wie vor ein bisschen kritisch. Wir können ja auch leider gerade nichts bauen. Ich würde die gerne unterstützen, aber wie ihr seht, ist es nicht unbedingt möglich. Arbeiten uns jetzt hier aber weiter vor. Ciudad Guayana. Oder Guayana. Den bräuchte man noch. Ist das ein Hub? Nein, es ist kein Hub. Wo sind denn die Hubs hier? Gibt es überhaupt Hubs? Da ist ein Hub. Ein Hauptstadtknoten in dem Fall. Das Problem ist, ein Hauptstadtknoten fällt... Ne, das ist der Haupt... Hä? Ah, okay. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Egal. Wir bauen das hier aus. Wir bauen... Oh Gott, wie ich das schon sehe. Da kriege ich Augenflimmern, ey. Wir bauen Flughäfen natürlich. Das ziehen wir auch direkt nach oben. Hat aktuell meine Hauptpriorität natürlich, die Afrika, die Amerika-Offensive zu unterstützen. Und was wir auch nebenbei machen werden, ist, wir mal gucken, kriegst du sie rechtfertigen. Dauert relativ lange. Deswegen machen wir das gleich. So, jetzt schicken wir mal eine von diesen Fashion Boys, schicken wir dorthin. Und dann kommt ihr mal komplett dorthin. So, und du kriegst einen komplett neuen Job. Mit der Farbe Rot. Ich mag Rot. Rot ist eine meiner Lieblingsfarben. Kriege ich auch gleich einen roten Oberbefehlshaber. Okay, die sind alle scheiße. Die sind alle kacke. Die sind alle eingestellt. Super toll. Also wir sind relativ beschissen dran gerade. Immerhin hat er schon mal irgendwie alibimäßig irgendwelche Fertigkeiten verfügbar. Das ist doch auch schon mal was Nettes. Da würde ich dann sagen, machen wir mal die Offensive. Ah, wobei... Wenn wir wirklich diesen Weg gehen, langfristig gegen die Alliierten, wäre es sicherlich nicht dumm, dann auch einen Verteidiger zu haben, weil wir, glaube ich, dann eher wirklich defensiv spielen müssen. So, Versorgungssituation hat sich entspannt. Wir überrennen die jetzt gerade. Warum genau dauert es so lange, einen Krieg sie zu rechtfertigen? Anhaltende Kriegsrechtfertigung. Ja, das Ding ist, warum dauert es dann in Kolumbien so lange? Also, like really, ich breche das mal kurz ab, scheiß auf die 3%. Warum dauert es 160 Tage? Jorge Lopez Suyo. Ja. Was ist mit diesem Typen? Was sind seine Boni? Ich check's nicht. Ich check's halt echt nicht. Also, keine Ahnung, was. Wegen ihm dauert's länger. Das Ding ist, ich sehe seine Boni nicht. Ich weiß nicht, warum er speziell ist. Aber auf alle Fälle verlängert er das Ganze um 30%. Was ich sehr unnice finde. So, das ist schon voll ausgebaut. Das ist ja edel. So, und ballern wir hier auf alle Fälle den Flughafen auch noch komplett auf 10 mit hoch. Wir wissen ja, dass die Briten es lieben, wenn die Flughäfen voll ausgebaut sind. Ein bisschen, es ist ein bisschen scheiße tatsächlich, Mütze und Mütze mit Kopfhörer und dann eine Brille drunter. Es ist ein bisschen, warte mal kurz, machen das mal kurz, Mütze weg, so. Ja, deutlich besser. Also ich mag Mützen. Vielleicht könnte ich die Mütze über die Kopfhörer ziehen. So, ich muss nur gucken, dass hier dieses Logo nicht sichtbar ist. Sonst heißt es am Ende, ich mache hier Werbung oder so. Okay, gut. Da habe ich jetzt meine Brille dreckig gemacht. Okay. Ich habe extra für solche Gegebenheiten habe ich ein Tuch, ein Brillenputztuch.
Wo kommt der Dreck her? Schaut aus wie... Jawohl, ist das verschmiert? Sieht man das, wie verschmiert die ist? Jawohl. Kann man gleich. Tun wir mal die Brille putzen hier nebenbei. Passiert hier eh nichts Interessantes. Meine Untertanen tun hier gerade die Gebiete aufbauen, muss ich mit meinen... Huch! Jetzt habe ich die andere Seite vollgesprüht. Ich könnte kotzen, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt will ich meine Brille sauber machen. Und diese Seite, die sauber ist, habe ich jetzt dreckig gemacht. So, ihr seid doch... Das ist doch nicht euer Ernst halt. Im Hintergrund höre ich nur russisches Gebrülle. Heißt, läuft alles super, sonst würde nicht keiner mehr brüllen vor den Russen. So. Wah! Mit fetten Finger darauf gedatscht auf die Brille, Alter. Ich hasse Brille, Mann. Ich lasse mir irgendwann die Augen weglasern. Spare ich mir den Scheiß. So, jetzt kann ich das wieder irgendwie... Oh! Nee. Okay. Ah, mein Mütz. Okay, so. Hat zwar 20 Grad in dem Raum hier, aber... Oh, sehr nice. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir wollen jetzt erstmal Smash rein. Wollte ich schon seit Jahren machen. Oh, 16 neue Divisionen sind zum Dienst angetreten. Das ist auch mal sehr nice. Und jetzt gehen wir da mal bessere Schiffchen erforschen. Tschutschut. Ah. Überall Vasallen, ey. Ist ja nicer Shit hier. Wie schaut es jetzt hier aus? Venezuela ist auf alle Fälle great again. Auch hier Infrastruktur mit rein und Flughafen mit rein. Weil das Gute ist, dass wir halt wirklich so enorm stark sind, auch was unsere Luftwaffe angeht, weil wirklich jeder Idiot hier gefühlt eigene Flugzeuge mit ins Feld bringt. Also wir sind zwar manpower-technisch, sind wir auch schon brutalst überlegen. Aber natürlich jetzt hier mit den ganzen Fabriken, die wir haben. Können wir mal gucken, weil ich weiß es wirklich gerade nicht, wie viele Fabriken wir haben maximal. Zerstörung 1940 bauen wir schon. Sonst nichts Neues. Bauen einfach schwere Schiffe. Was können wir denn hier machen? Irgendwas Interessantes? Könnte auf 5% gehen. Wir könnten auf 5% gehen. Oh, schwere Jäger 3. Holla, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Japan haut die auch wieder Division raus. Doktrin verfügbar. Hm, nee, lass mal lieber. Kein Bock drauf. So. Jetzt muss ich nach Kolumbien vorarbeiten. Ich würde auch sagen, unsere Naval Invasion Pläne hier oben, die spare ich mir jetzt einfach mal, weil... Ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir setzen die Naval Invasion Pläne anders um. Und zwar von Caracas. Versuchen wir es einfach mal in Florida zu landen. Weil Florida ist immer ein relativ schöner Platz zum Landen, wie ich finde. Weil wir da automatisch relativ geringe Front zum Verteidigen haben. Also wir müssen da nicht viel Front verteidigen. Wie schaffen das denn bitte schön die Amerikaner hier Luft überlegen? Also jetzt mal ohne Witz, das ist eine ernst gemeinte Frage. Wir schauen mal kurz die Fabriken an. Wir haben feindliche Seite 684 gegenüber 2780 auf unserer Seite. Besorgniserregend ein bisschen sind die Briten, die sind relativ stark, was die Fabriken angeht. Wir müssten uns dann irgendwie um die Briten kümmern. Alle anderen Nationen, glaube ich, bin ich ziemlich sicher, würden wir langfristig hinbekommen. Gibt es noch irgendwas Interessantes? Strafbataillone, mag ich gerade nicht. Freiwilligenstaffel, gar kein Bock. Was rennen um die Bombe? Wir müssen bla bla bla. Effekt, Forschung, Kern, okay. Na gut, warum nicht? Wir können Kommunismus verbieten. Naja, es ist nicht unwichtig, ne? In einer Nation, wie wir sie sind. Donnerkreuz Lettland, was ein Name. Wichtig ist neutral. Wie schaut es mit den Ressourcen aus gerade? Wir brauchen Aluminium und Wolfram. Können wir alles machen. Wolfram, Aluminium. Hauen wir das Zeug mal mit rein. War da noch eins? Ja. Gehst gleich dort mit hin. Alter, was ist denn hier los, ey? Schaut euch das mal an. Wohin des Weges? Oh, ich weiß wohl nicht. Also ich meine, muss auch wirklich ehrlich gesagt sagen, ich denke in einem Fall der Fälle, dass wir hier quasi wirklich gegen die Alliierten in den Krieg ziehen, muss man sich auch im Klaren sein, dass das dann eine reine Fun-Sache ist. Ne? Das ist nicht ernst zu nehmen. Jeder normale Mensch würde nach dem Fall der USA aufhören.
Und ich bezweifle auch, dass wir alleine in der Lage sind, gegen die Alliierten zu gewinnen. Da ist halt wirklich eher die Frage, ob die Alliierten nicht eventuell sogar auseinanderbrechen. Das ist halt die Frage, ob die nach den Friedensfallungen kommt es ja manchmal vor, dass die Bündnisse sich auflösen. Das wäre auch meine Hoffnung, dass wir quasi gegen geschwächte Alliierte kämpfen. Dann hätten wir eine gewisse Chance, aber gegen die gesamten Alliierten, na, da weiß ich ja nicht. Da weiß ich nicht. Luftüberlegenheit. Taktische Bomben. Ah, wobei, warte mal ganz kurz. Bodenunterstützung kann man noch mit reinhauen. Bei den anderen Sachen weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir die wirklich brauchen. Wo sind eigentlich meine Jungs, die ich hier hingeschickt habe für die NI? Also jetzt mal ernsthaft. Ach, die sind unterwegs. Dauert nur 100 Jahre. Was wir jetzt auch gleich noch mit erforschen werden, ist Dithia. Wir brauchen dringend mehr Truppen für Naval Invasions, ansonsten wird das nichts. Wie lange dauert es noch mit Kolumbien und Krieg erklären? Wir haben jetzt die Hälfte erst. Ah. Ekelhaft. Saudi-Arabien gäbe es noch, Oman. Ansonsten gibt es gar keinen mehr. Siam gibt es noch, aber das liegt nicht in unserer Nähe. Brasilien und so könnte man noch den Krieg erklären, so just for fun. Weil ich nicht weiß, ob man das mal eben just for fun machen kann. Aber das Gute ist, unsere Versorgungssituation ist hier hervorragend. Komplett ausgebaute Infrastruktur, komplett ausgebaute Luftstützpunkte. Hier brauchen sie nicht mal die Flugzeuge, interessanterweise sind die Flughäfen hier nicht mal voll ausgelastet. Aber hier, oder? Also irgendwie haben die da was hier mit den Flugzeugen. Kurz überlegt, ob ich selber Flugzeuge da habe, aber habe ich nicht. Wo ist unsere Flotte eigentlich? Können wir kurz mal zusammenlegen? Die liegt bei Vladivostok, ja. Da liegt sie gut. Da liegt sie gut. Dann haben wir 270 Schiffe. 270 Schiffe. Wie haben die Bumsläden hier? War auch so viel in etwa. Das Ding ist nur, die werden Carrier haben. Und die Carrier werden wahrscheinlich CWs haben. Marinebomber, MBs. Oder halt auch, naja, auch Close Air Support. Cass könnte auch mit dabei sein. Die ist auch nicht ganz ungefährlich. Für uns, da müssen wir aufpassen. Schifffreie Schiffwerften. Will ich nebenbei auch Schiffe irgendwie erforschen? Ich habe das Gefühl, dass es mir nichts bringt, dass ich Schiffe erforsche den ganzen Tag. So, ich erforsche zwar Schiffe, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas von ankommt, langfristig. Mit den Franzosen. Immerhin haben wir mal 2,75 Millionen Mann in der Zwischenzeit. Und wir sind immer noch ganz am Anfang unserer Aufrüstung. Es ist an der Zeit, richtig zu pumpen, was die Division angeht. Die pumpen jetzt mal so richtig, komm. Ja, jetzt mal richtig die Vision raus. So, scheiß drauf. Das sind Divisionen, meine Damen und Herren. So, 69 Divisionen. Man kann so übertreiben mit den Divisionen, ich weiß. Denkt sich das Spiel auch gerade so, hallo. Ihr seht das jetzt selber, wie schnell das Spiel läuft aktuell. Ich hoffe mal, dass es besser wird, wenn die United States irgendwann Geschichte sind. Aber ob das der Fall ist, wir werden sehen. Das wird sich nachher zeigen. Es ist an der Zeit, glaube ich, noch, dass wir ein bisschen Agenten schicken Richtung USA. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit 3 Agenten. Total krass eigentlich. Und das ist erst der Anfang. Wir können natürlich das hier noch machen. Können wir Nachrichtenoffizier werden. Das gibt uns den 4. Agenten. Und... Okay. Wir können 9 Agenten haben. Okay, ich sage schon gar nichts mehr. Cool. 9 Agenten. Wow. Ich dachte, es gibt maximal 4 Agenten. Oh, das Spiel läuft schneller in der Zwischenzeit. Das bedeutet, dass die KI endlich mal in der Lage war, ihre Einheiten alle umzuformieren. Das Ding ist, die Performance war gerade so schlecht, weil die KI alle ihre Einheiten umbewegt hat, nachdem dieses andere Land da gefallen ist. Wie auch immer das hieß, da bei Venezuela da. Oder die Nebel. Hier, wir haben auf alle Fälle Venezuela befreit und deswegen haben jetzt hier die alle Einheiten hingeschickt. Und dann wieder alle abgeschoben oder weggeholt und deswegen haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Übersicht. Läuft jetzt wieder schneller. Mann, das ist das, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Dup, 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 dup. Was ist hier das Problem? Wir haben 32.000 LKWs. Cool. So, auf alle Fälle ficken wir jetzt natürlich sofort die Performance wieder. Aber das Ding ist, das werde nicht ich machen. Also das hier, das mit dem Krieg, das ist nicht meine Sache. Das Gute ist, wir können jetzt direkt nach Dings durch. Und jetzt können wir direkt hier Kriegsie rechtfertigen. Costa Rica dauert nicht so lange, 125 Tage. Warum 125 Tage? Warum? Dauert einfach... Egal. Ich finde das zu lang. Ah.
denken die sich ja auch gerade mit ihrer Versorgung. Das so gerade richtig sehe. Versorgung ist scheiße. Geht nach Moskau, das ist Versorgung besser. Wir droppen euch dann mal hier. Blub. Weil Moskau stellt Bums Versorgung zur Verfügung. 700 fast. Und wir haben immer mehr Truppen. Immer mehr. Wichtig ist einfach nur, dass wir Truppen ohne Ende haben. Peru ist den Alliierten beigetreten. Ja? Was? Peru ist uns beigetreten? Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, cool, neue Bündnispartner und so, aber nee, ist eigentlich scheiße. Also ich dachte, neue Feinde. Ich dachte, dass die denen beigetreten sind. Ihr wollt nicht zufällig uns unterstützen? Hallo? Hallo? Irgendjemand? Hä? Wie sie nicht drauf reagieren? Ey, es ist so low, Alter. Die reagieren einfach nicht drauf. Ey, das ist die lowste Aktion heute schon wieder, was sie hier abziehen. Es stehen im Bündnis keine zur Verfügung, die in den Krieg gerufen werden könnten. Jetzt kurze Frage, ist das hier ein Joke für euch, oder was? Die sind mit, achso, die sind mit allem im Krieg, außer mit Venezuela. Venezuela macht einen auf Mimimi, oder was? Ich rufe die sogar. Ist ja nicht so, als ob ich die nicht rufen würde. Ah, jetzt hat. Okay, cool. Nächster Agent. Nehmen wir mal einen japanisch-manchukanischen. Alter, wir schauen, wie viele Agenten wir haben können. Voll geil. Alter, ich spam jetzt voll hart die USA zu, Alter. Voll geil. Schön. Noch nie in meinem Leben habe ich so viele Agenten gehabt. Das erste Mal, dass wir so viele Agenten haben. Vielleicht mal lauter Sachen noch freischalten. Dauert zwar wieder Jahrhunderte, aber egal. So, Kolumbien ist jetzt am Sack auf alle Fälle, weil es natürlich von allen Seiten angreifen. Die Vereinigten Staaten können nicht mal ihre volle Armee hier hinschicken, wegen diesen ganzen kleinen anderen Nationen hier, die noch da neutral sind. Ah, okay. So, wir haben jetzt auf alle Fälle die militärische Reorganisation abgeschlossen. Und als nächstes maximale Verschanzung. Das ist so geil, was wir für Sachen freischalten immer noch. Ist mal ohne Witz. I love it. Kann man irgendwas freischalten, hier irgendwas entwickeln. Nochmal Wolfram hier. Chrom ist auch immer nice. Handelstechnisch schaut es jetzt aktuell aus. Deutlich besser auf alle Fälle schon mal. Können wir denn das hier nochmal modifizieren? Mir gehen noch begrenzte Exporte. Ne, gehen wir nicht, weil ich habe keine politische Macht mehr. Weil ich habe das natürlich ausgegeben, weil ich natürlich geistig behindert bin. Alles cool. Ignoriert mich einfach. Okay. Wer ist denn das hier? Wer war denn das hier? Das war Königreich, Frankreich, Spanien. Achso, ja, von dem bin ich ja immer noch sehr begeistert bis heute, dass es die gibt. Ja, jetzt kommt wieder alles. Schaut, das ist wieder das, was die Performance lahmlegt. Genau das hier. Das ist hier, die ganzen Truppen wieder umhergeschickt werden. Das ist so unnötig wie, keine Ahnung, Taschenkrebs. Taschenkrebs sind auch nutzlos. Kurze Frage. Wo bist du denn? Da bist du. Schicken da euch nochmal alle mit hin. Jetzt haben wir dann hier nicht mehr 10 Divisionen, sondern wahrscheinlich ein paar mehr. Aber ich sehe es gerade nicht. 24 Divisionen. Limit ist jetzt 50. 50 Naval Invasions. Also 50 Einheiten Naval Invasions könnten wir jetzt aktuell führen. Alter, wie viele Spirits. Schaut mir bitte die Spirits an. Bevölkerung, Faktor, Fabrikleistung, Produktion, wöchentliche Mannstärke, Stabilität, Moral, Armee, Verstärkungschance. Dann haben wir Romanov-Geist, politischer Machtzuwachs, Stabilität, Spannungslimit, Freiwilligendivision, Armeegröße für Freiwilligendivision, politischer Machtzuwachs, Fabriken für Konsumgüter. Der einzige Nachteil ist, das ist kein Nachteil, das ist auch was Gutes. Das ist gut, dass wir Kommunismus verlieren. Wir sind ja gar keine Kommunisten. Dann, russischer korporistischer Staat, Fabrikleistung, Schiffswerftleistung, Fabriken für Konsumgüter, Stabilität, Bauplätze, Organisation, wöchentliche Stabilität, wöchentliche Kriegsunterstützung, Angriffarmee, tägliche Unterstützung für Neutrale, Neuausrüstungsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Das für unsere Flotte, Nachschubbedarf minus 10%, Rennen um die Bombe, Baugeschwindigkeit, Atomreaktoren und Kernenergieforschungsgeschwindigkeit. Gegenspionage, Agentenplätze, 5-Jahresplan ist scheiße, den kriegen wir auch nicht los. Aktuell hoffe ich, dass wir den loskriegen, wenn der Krieg vorbei ist. Die ist auch scheiße. Das ist noch okay. Müssen wir mal gucken, ob wir das mit der Luftwaffe nochmal irgendwie fixen können in Zukunft. So, ein britischer ist auch nicht schlecht. So, da oben nochmal mit hin. Ich sag's euch, Alter.
Ich scheiß die so zu mit Einheiten, ne? Die werden sich wünschen, dass sie nie geboren worden wären. Netzwerkstärke 3000%, naja. So. Kampfpriester der Armee. Keine Auswirkungen. Moralarmee plus 10. Multiplikator, Doktrinkosten verringern sich. Barrieretruppen zugewinnen, Armeeorganisation. Ein weiterer Agentenplatz. Machen wir erstmal das hier, Winterverschleiß. Geländemalusreduzierung minus 5%. Das ist so krass, Alter. Ohne Witz, das sind so krasse Boni, die wir haben. Das ist voll unreal, halt, ne? Ohne Witz. So voll unfair und so. Was ich auch voll unfair finde, ist eigentlich diese Unfähigkeit, jetzt eigentlich mal da die kaputt zu machen. So, wo ist eigentlich unsere Flotte? Achso, das ist eine neue Flotte. Okay, pass auf. Ihr löscht mal alles. Macht mal hier Flotteninvasion. Sonst ich hoffe, das geht nicht schief, was wir jetzt hier abziehen. Ansonsten verliere ich nämlich gleich meine Flotte. Dann habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Wir werden es gleich sehen. Wir haben auch auf alle Fälle britische Schiffe hier mit vor Ort. Ja, ich vermute auch oder ich befürchte fast, dass wir wahrscheinlich auch enorm starke feindliche Luftüberlegenheit hier sehen werden. Deswegen hoffe ich, dass wir irgendwo direkt einen Flughafen erobern können. Das wäre schon mal sehr praktisch für uns. Es gibt es hier erstmal Seeschlachten, aber das sind nicht unsere Schiffe, das sind Schiffe von anderen. Also wie gesagt, wir haben eigentlich einige Navies hier. Fehlt nur gerade ein bisschen mein Ziel jetzt hier, diese Tatsache, dass die so inkompetent sind. Habe ich denn meine Flotte, meine Luftwaffe eigentlich? Da haben wir welche, die bräuchte ich da aber gar nicht. Einmal löschen. Noch irgendwo? Ich finde es komisch, dass es hier nur umkämpft ist. Okay, dann hauen wir einmal hier 1000 Luna rein. Die haben leider eine sehr eingeschränkte Reichweite. Das müsste man mal upgraden. Okay, schwere Jäger. Ah, ich glaube, ich weiß, warum die so scheiße sind. Weil ich die uralten genommen habe. Wo sind meine schweren Jäger? Da sind schwere Jäger. Also, machen wir mal da 1000 rein. Okay, pass auf. So, und jetzt lösche ich euch wieder. Und dafür Luna 3. Sollten etwas besser sein. Ja, okay, passt. Deutlich besser. Oh, wir machen hier auch Logistikschläge tatsächlich. So, jetzt ist es natürlich. Wir haben leider. Effizienz ist nicht so gut. Vielleicht. Ne, nicht Luftstützpunkt, Radarstation. Was? Ich hab. Lol. Ich habe noch nicht mal die Technologie für Radarstationen erforscht. Aber wir haben Atomreaktoren erforscht. Das werden wir auch auf alle Fälle sofort machen. Andere, was wir jetzt da noch kurz machen, ist. Ich habe ja noch ein bisschen Platz. Wir werden strategische Bomber hier mit reinhauen. Strategische Bombardierung und dann werden wir auch noch. Falls wir welche haben, ich weiß es tatsächlich gar nicht, ob wir taktische Bomber haben. Doch, taktische Bomber haben wir auch. Aber nicht zu viele. 245 taktische Bomber haben wir. So. Den machen wir jetzt mal das Leben richtig zur Hölle hier. Das wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die jetzt automatisch gleich angreifen, weil wir halt einfach so krass überlegen sind. Denke ich jetzt einfach mal. Die Naval Invasion hingegen, die will nicht so richtig. Die weigern sich auch gerade, den Befehl auszuführen, kann es sein? Achso, warte mal. Wo seid ihr denn gerade? Liegt vor Anker in Wladiwostok? Nee, warum denn? Ihr sollt. Okay. Geht dorthin. Hab auch ein bisschen das Problem, glaube ich, dass die Stützpunkte hier ein bisschen scheiße sind. Bauen wir die Stützpunkte schnell ein bisschen aus. 1, 2, 3. Also ihr seht schon, ich habe ein paar Bauprojekte. Wird auch nur Jahrhunderte dauern, bis die alle fertig sind wahrscheinlich. So, Atomreaktoren sind fertig. Jetzt ist natürlich das Ding, jetzt könnte man natürlich die Atomreaktoren erforschen, bauen, aber die sind, boah, ekelhaft teuer. Bauen einfach mal, ich stelle einfach 3 Stück mal in die Warteschlange. Wird schon klappen. Schau, wie sie mir alle die Versorgung wegsnacken hier, diese ganzen Geier. Als ob sie so tun, als ob sie die einzigen wären, die Versorgung bekommen dürfen. So, meine Flotte. Wo ist meine Flotte? Ist unterwegs. Organisation ist quasi nicht vorhanden. Oh, was ist denn da los? Heute eine Seeschlacht. Schauen wir uns doch mal an.
Die Amerikaner verlieren auch hier wieder. Abgerückt. Ja, die verpissen sich alle. Feiglinge. 53 Divisionen in der Zwischenzeit. Ups. Ich hab zwar gewusst, dass wir neue Divisionen bekommen, aber dass es dann so viele sind. Nein! Oh, scheiße. Der Kacke gebaut hier, ey. Scheiße. Okay. So, pass auf, die andere Hälfte hier so 8. Ja, kein Kommandeur. Erstmal kurz Farbe machen. Hier auch. Da ist auf alle Fälle die nächste Armee ready. Okay. Jetzt brauchen natürlich neue Kommandeure. Oder auch nicht. Oh, shit. Also wir werden dann... Ja, das ist doch scheiße. Wir haben 120 zugewiesen. Weil die ich wegen irgendwas Befehlsmacht? Ah, ach so. Kosten die mir... 20, ah, okay, ich verstehe. Gut, pass auf. Okay, pass auf. Gut, dann schmeiße ich dich raus. So. Nur dich. Ja. So. Jetzt haben wir 100. Passt. Jetzt kann ich da neue rekrutieren. Kannst ja nicht. Nee, das kannst du ja nicht machen, halt, dass du da keinen Befehlshaber hast. Geht ja nicht. Das geht doch nicht, Leute. So, wir schicken euch jetzt dann schon mal irgendwo hin. Hauptsache, dass ihr nicht alle auf dem Haufen steht und euch gegenseitig das Essen wegesst. Müsst doch fett und wohlgenährt sein für den Krieg später. Der 33. März 1947. Unsere Flotte eingetroffen hier? Scheinbar nicht. Afrikanische Küste. Leute, wo chillt ihr denn den ganzen Tag? Da sind sie. Hallo! Warte noch, bis sie kurz zu Hause angekommen sind. Taktische Bomber sollen wir bauen. Na dann, seien wir mal nicht so. Wo sind denn taktische Bomber? Mhm. Ja, das habe ich... Lol, ich habe noch keine taktischen Bomber erforscht. Scheiße. Alter, kannst du keinem erzählen, ich habe echt noch keinen taktischen Bomber erforscht. So, die Flotte müsste gleich da sein. Eigentlich. Ach, da ist sie schon. Okay, gut. Wir warten jetzt kurz, bis die... Ein Franzose ist auch nice. Wir warten jetzt ganz kurz, bis die wieder Max-Organisation haben. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch für heute. Also, wir sehen uns dann nächste Folge gleich wieder. Bereiten die dann schon mal vor. Aber da muss natürlich ich sich erst kurz regenerieren. Haben auf alle Fälle mit die stärkste Flotte hier. Das ist schon mal ganz nice. Dann bin ich raus für heute, meine Freunde. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.